Hi, hier ist Kamal von den Best Boys. Wir möchten heute einen Blick auf das HTC One V werfen. Es ist das kleinste Smartphone der One-Reihe, seit Anfang April 2012 erhältlich. Für uns persönlich ist es ein Smartphone der gehobenen Einsteigerklasse. Das HTC One V ist 120 mm hoch und 9,2 mm dick. Damit ist es ein sehr handliches Smartphone. Generell fühlt es sich in den Händen auch sehr gut an. Das Gehäuse besteht aus einem einzigen Stück Aluminium. Lediglich hier vorne haben wir das kratzfeste, bruchsichere Displayglas. Auf der Rückseite oben und unten Kunststoffflächen für die Antennen oder zum Beispiel zum Öffnen der Rückseite. Anders als beim HTC One S oder One X arbeitet das One V mit einer normalen SIM-Karte. Auch der Speicher lässt sich erweitern und ihr solltet wirklich den Speicher erweitern, weil nach 4 GB unter dem Strich habt ihr nur noch 1 GB zur Verfügung. Was euch aber nicht zur Verfügung steht, ist die Möglichkeit, den Akku zu wechseln. Er ist 1500 mAh stark und fest eingebaut. Ein, zwei Sätze noch zu dem Design. 2008 hat HTC sein erstes eigenes Smartphone auf den Markt gebracht. Das war das HTC Dream, das erste Android OS Smartphone. 2009 ging der Erfolg mit dem HTC Hero weiter. 2010 kam dann eines der erfolgreichsten HTC-Smartphones auf den Markt. Das war das HTC Legend. Letztes Jahr gab es das weniger erfolgreiche HTC Salza und jetzt das One V. Alle fünf Smartphones haben eine Sache gemeinsam. Die untere Seite knickt markant nach vorne ab. Das ist jetzt ein Designelement. Man kann das hiervon aber auch so auf den Bauch hinlegen. Dann ist das Displayglas etwas geschützt. Mit 115 Gramm Gesamtgewicht ist das Telefon sehr leicht. Es ist verfügbar in zwei Farben, Black Obsidian, Schwarz und Rock Grey, Grau. Der SAR-Wert ist mit 0,82 Watt pro Kilogramm ganz okay. Prima. Kurz noch ein detaillierter Blick auf das Äußere. Hörmuschel haben wir hier oben, dann das HTC-Logo, leider fehlt eine vordere Kamera. Unter dem HTC-Logo haben wir das Display. Es ist 3,7 Zoll in der Diagonale groß, das sind 94 mm. SLCD 2, eine Premium-Display-Technologie mit WVGA-Auflösung, heißt 800 Pixel in der Höhe mal 480 Pixel in der Breite. Erzeugt also eine Pixeldichte von 252 Pixel per Inch. Genug für so ein Smartphone. Unter dem Display haben wir Return, Home und Multitasking. Drei elektronische Tasten also. Auf der linken Seite Micro-USB-Anschluss, damit man seine Daten übertragen kann, damit man aber auch das Telefon aufladen kann. Mikrofon auf der Fußseite, rechte Seite Laut- und Leise-Wippe. Auf der Kopfseite haben wir die An- und Aus-, Sleep- und Wake- oder An- und Aus-Standby-Taste. 3,5 mm Klinkenanschluss für Headset. Und was ich persönlich ganz gut finde, ist die LED hier. Ich wünschte, sie wäre beim One S, One X genauso großzügig, was Größe angeht. Auf der Rückseite befindet sich die 5-Megapixel-Fotokamera mit einer Blende von f2.0. Wir haben eine LED, die ziemlich leuchtstark ist. Videos können wir aufzeichnen in High Definition 1280x720 Pixel bei bis zu 28 bis 30 Bildern pro Sekunde. Thumbs up! Dann lasst uns das Telefon einmal einschalten. Kurz noch die technischen Eckdaten. Also was haben wir hier? OS 4.0 Ice Cream Sandwich mit SenseUI 4.0, Qualcomm Snapdragon S2, MSM 8255 1000 MHz Prozessor, 512 MB RAM, Cellular, HSPR Plus mit 14,4 Mbit pro Sekunde und lokal WLAN 802.11 nach BG und Endstandard. Weil das HTC One V in Sachen Performance, Grafikspeicher, Prozessor und Arbeitsspeicher etwas langsamer ist als das HTC One S oder One X, ist die Oberfläche etwas anders gestaltet. Sie beinhaltet nicht alle Funktionen. Zum Beispiel die Multitasking-Ansicht. Da haben wir keinen 3D-Karussell wie beim HTC One X oder One S zum Beispiel. Stattdessen haben wir eine ganz einfache und simple Optik wie im Vanilla UI von Google. Mir persönlich sagt es mehr zu, weil ich diesen 3D-Schickimicki nicht unbedingt brauche. Ich brauche es etwas rationaler, weil es schneller gehen soll. Also hier seht ihr zum Beispiel, ich mache das hier zu und es dauert, bis es kommt. Ich mache es zu und es dauert, bis es kommt. Das Ganze funktioniert hier etwas nahtloser, etwas zügiger. Ich schließe eine Applikation und so weiter und so fort. Das ist zum Beispiel ein Punkt, was Veränderung angeht. Ein weiterer Punkt ist, ich habe hier nur 5 Homescreens im Vergleich zum One X. Da habe ich 7.
Woran ich das feststellen kann, ich kann diese Pinch-Zoom-Geste machen. Da seht ihr, ich habe insgesamt 7 Stück. Diese Pinch-Zoom-Geste gibt es beim HTC One V nicht. Wenn wir schon beim User Interface sind, dann lasst uns gleichzeitig auch die Performance des Telefons abchecken. Nun, wenn ihr ein Intensivnutzer seid oder ein Nutzer, der Schnelles gewohnt ist, dann werdet ihr relativ schnell merken, dass das Telefon nicht so prompt und zügig reagiert. Wir kämpfen uns einfach mal durch und gucken, wie weit wir kommen. Wir starten aber den Launcher, also das Hauptmenü. Das klappt noch ganz okay, ganz schnell und auch das Scrollen sehr nahtlos. Was nicht so nahtlos klappt, ist, wenn ich die Kontaktapplikation öffne mit 130 Kontakten. Geöffnet, laden, laden, laden und erst jetzt werden mir die Kontakte angezeigt. Das Scrollen klappt ganz okay. Der Bremsvorgang ist etwas mit Rucklern verbunden. Man sieht es, wenn man genauer hinschaut. Auch das Scrollen über Buchstaben ist nicht so schnell. Gut, es sind diese kleinen, feinen Sachen, die einem stören könnten oder auch nicht stören könnten. Solange ihr kein Intensivnutzer seid oder keine Mittelklasse- bis High-End-Spiele damit spielen wollt, ist das Arbeitstempo des Telefons, des HTC One V, noch komplett ertragbar. Was für uns, sicherlich für euch auch wichtig ist, ist der Internetbrowser. In diesem Fall heißt er Internet. Wir starten Internet, sind über Wi-Fi online, Google wird uns angezeigt, die mobile Seite natürlich. Was wir aber hier gerne machen möchten, ist einen Suchbegriff eingeben, nämlich Financial Times. Und er macht natürlich einen Vorschlag, wir bekommen die Ergebnisse angezeigt, auch wieder in einer mobilen Ansicht. Ganz zügig hat es geklappt, klicken auf den ersten Link. Hier bekommen wir jetzt die mobile Ansicht von Financial Times. Gehen ganz nach unten und stellen um auf klassisch. So, jetzt wird die richtige Seite geladen und für so ein Einsteiger-Smartphone sind die Ladezeiten noch ganz akzeptabel. Wir können eigentlich schon anfangen zu arbeiten. Einige Skripte werden hier oben noch geladen. Was wir jetzt hier gerne machen möchten, ist einen Artikel lesen, aber könnt ihr von der Distanz etwas lesen? Also ich auf jeden Fall nicht. Deshalb zoomen wir kurz rein, nämlich 1-2. Und das ist jetzt ein Problem. Ihr seht dieses sogenannte Refloating. Es nimmt erst jetzt Gestalt an. Erst jetzt wurden die Texte umformatiert, sodass wir nicht scrollen müssen, um zu lesen. Gut, dann lasst uns einen Artikel nehmen, wo wir das Ganze nochmal prüfen können oder sehen können. So, dann klicken wir auf den hier. Artikel wird geladen. Und jetzt ist die Darstellung da. Was ihr machen könnt, ist, wenn ihr diesen Artikel wirklich werbungsfrei lesen wollt, ihr könnt dieses sogenannte HTC Read anwenden. Das ist hier oben ein Button. Also der Browser erkennt, ob das jetzt ein Artikel ist oder nicht. In diesem Fall hat er es erkannt. Und hier oben entsteht gleich so ein Button, das nennt sich Lesen. So, wenn ihr auf Lesen klickt, dann habt ihr hier den vollständigen Artikel im Fließtext ohne Werbung, nur mit Bildern, natürlich mit allen wichtigen Informationen. Ihr könnt den offline speichern, sobald ihr kein Internet mehr habt und könnt den halt dann lesen, wenn ihr kein Internet mehr habt, also zum Beispiel in der Bahn oder sowas. Das ist halt eine coole Sache. Ansonsten vom Browser her, die Eindrücke habt ihr gerade mitbekommen, der Browser ist nicht der schnellste, den es gibt, Grund die Performance des Telefons, auch dieses Refloating klappt nicht so schnell wie bei anderen Smartphones. Er ist ganz okay für das Recherchieren, für Lesen von News und so weiter und so fort. Was mir persönlich an dem Telefon sehr gefallen hat, ist die Fotokamera. Sie hat 5 Megapixel, aber sie ist recht qualitativ. Wir starten einmal die Applikation und holen uns ein Motiv vor uns, legen das P720 Optimus 3D Max vor uns. Die Applikation schaut recht einfach aus vom User Interface her. Wir haben einige Effekte, einige Live-Effekte, die wir sofort anwenden können, falls ihr Instagram oder sowas nicht mögt. Keine Effekte. Machen wir es mal. Wir können direkt ein Bild machen oder natürlich auch ein Video starten. Und während wir ein Video machen, können wir auch einen Schnappschuss machen. Das ist ganz cool, falls wir doch noch ein Bild sichern möchten. Die letzten Bilder, hier wie stark wir zoomen können. Am besten lasst den immer auf Minus, also wendet den niemals an, weil das Bild einfach nur aufskaliert wird. Die verschiedenen Modi, automatisch HDR, Panorama, Porträt, Gruppenporträt, Landschaft und. Natürlich die Einstellungen, welche Fotoauflösung möchten wir haben, 5 Megapixel, Videoauflösung, High Definition. Hier oben wird euch gerade ein Link angezeigt, www.bestwas.de. Dort findet ihr einige Testbilder und auch ein Testvideo, was wir mit dem HTC One V aufgezeichnet haben.
Wenn ihr euch für das Telefon interessiert, dann werft auf jeden Fall einen Blick drauf. Die Fotoqualität ist wirklich klasse. Kommen wir zu den Akkuwerten. Wie sieht der Standby aus? 2 bis 2,5 Tage mit einem Microsoft Exchange Konto, UMTS und WLAN. Durchgehende Nutzung bei mittlerer Displayhelligkeit 9 bis 11 Stunden, je nachdem, wo man das Telefon gerade verwendet. Die Gesprächsqualität war okay, sie war zufriedenstellend. Hey, das war das One V von HTC. Ihr habt die Stärken und auch die Schwächen gesehen. Ihr wisst nun, was das Telefon kann, was das Telefon eventuell nicht kann. Wie wir das Telefon finden, erfahrt ihr auf unserer Internetseite www.bestwas.de. Der aktuelle Preis liegt bei 280 Euro. Zahlreiche gesponserte Links findet ihr unter diesem Video. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt uns ein Thumbs up, abonniert unseren YouTube-Kanal, damit ihr kostenlos über zukünftige Erscheinungen informiert werdet. Wie findet ihr das Produkt? Eure Meinung interessiert uns. Hinterlasst einen Kommentar. Ich danke für eure Zeit. Wir wissen es wirklich zu schätzen. Bis bald.